Ab in die Slots, Jungs. Nee, endlich ist es soweit. In Sekunde 85 setzt sich an die Slotmaschine. Nee, wir haben heute ein spezielles Lifestyle-Video geplant. Und zwar geht es um das... Kannst du bitte den... Heute geht es um das Thema Casino, Online-Stream und was macht es mit eurer Membran. Werde ich das Ganze dokumentarisch festhalten von mir. Ich habe noch nie an einem Glücksspielautomaten gedreht. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Cent, nicht einen Cent. Ich habe gesagt, ihr sollt eure Gottverdammt... Ich habe in meinem Leben noch nie einen Cent in einen Glücksspielautomaten reingeschmissen. Das wird heute erstmalig passieren und wir werden gucken, wie ich darauf anspringe, wie meine Emotionen dabei sind und was ich daran geil finde. Dieses Video ist zwar etwas kontrovers, weil ich Glücksspiel zeige, aber es wird danach noch einen Real Talk geben, wie das gerochen hat. Wie wird es sich das anfühlen? Wir sind drin in der Slot, Leute. Ich wollte eigentlich auf der Seite spielen, wo Monte und Knossi immer gespielt haben, aber das hat nicht ganz funktioniert, leider gerade. Was haben wir denn hier? Ich würde in meinem Leben niemals, wirklich niemals, Spielautomat spielen. Nie in meinem ganzen Leben würde ich das machen. Ich mache das nur für das Video, um euch die Experience eines erstmaligen Spielens aufzuzeigen und das Ganze danach mit ein wenig Real Talk zu untermalen, okay? Dieses Video soll keinstenfalls dazu dienen, irgendjemanden dazu zu bringen, mit Glücksspiel anzufangen oder so einer Scheiße. Ganz im Gegenteil. Ich fand immer Ramses Book eigentlich ganz interessant. Oh, hier gibt's auch Hotline. Ich fühle mich direkt, Aber wir spielen Ramses Book. Wie viel Kohle hast du jetzt reingebuttert? Ein Huni. Alter. Ach, das sind die Zehner. Ach, wir spielen auf dem Fuffi, oder? Okay, wir drehen auf dem Fuffi. Das war's! Leute, kranke Erfahrung hier im Casino. Ich hoffe, euch hat das ganze Ding gefallen. Der Automat hat übel gegönnt. Ich glaube gerade nicht klar, man. 50 Euro einfach. Und da war nichts. Der scheiß Ramses, Alter. So ein 30er. Was? Oh mein Gott. Ey, du musst drücken selber. Oh, 15 Euro gewinnt! Was los, der Automat gönnt! Wir wackern gut, Jungs, wir bleiben drin. Wir machen noch einen Spin. Der war gar nichts. Ey, wir haben nur noch 4 Euro. Wie soll ich meine nächste Monatsmiete zahlen? Wie willst du mein Gehalt? Okay, dann müssen wir wohl übel nochmal ein Huni aufladen. Okay, also, wir spielen jetzt auf Einsatz. Wir haben 100 Euro drin. Wir spielen auf einer Öcke. Ich spiele auf einer Öcke! Man kann nicht immer gewinnen. Oh, eine Öcke ist schon mal wieder reingeholt. 2,50? Ja, da kommen wir. Ja, und da sind wir. 2,50, danke dir, Digga. Du kannst dann halt auch, wenn du was gewinnst, das noch hochdrücken. Ah, ja, stimmt, ja. Oh! Machen wir das mit den Karten. Da musst du jetzt raten, ob rot oder schwarz kommt. Jawohl, verdoppelt. Verdoppelt? Ja. Und jetzt könnte ich auf 8 hoch? Ja. Ich bin ja gar nicht der Typ, der zockt, aber ich mach's jetzt einfach mal. Warte, es wird schwarz kommen. Ja, Digga, oh. 16! Aber jetzt musst du aufhören. Nee, jetzt mach ich's nochmal. Cash out, Digga. Das geht in die Hose. Ja! Oh, Stier. Soll ich auscashen? Hey, cash out. Soll ich's auscashen? Ja. Wir bleiben drin in der Slot. Das Ding wackert gut. Boah, eine Mark 50, Digga. Ey, ich will einmal Freispiele haben. Das hypt einen ja übel aber hoch, Digga. Ach, komm, geh nicht, was. Diese Mini-Wins zwischendurch lassen einem so richtig. Oh, zwei Bücher. Lassen einen so richtig fühlen, so. Man denkt so, oh, man hat jetzt was gewonnen oder so. Aber hat man überhaupt nichts, Digga. Ich komm mir gerade so dumm vor, Digga. Dann hältst du es quasi. Ja, aber das ist ja scheiße. Also wenn du Bücher siehst, dann kannst du die halt stoppen quasi. Nein. Doch schon. Ach, als ob, das ist doch alles Zufallprinzip. Vincent, laber doch keinen Scheiß. Soll einem das Gefühl geben. Oder? Ja, natürlich soll, soll einem alle das Gefühl geben, als würde man Geld machen, Digga. Ja. Oh, 2,50 das ist... Muss so ja? Auf die Karten, ja. Du Hund, Mann. Das zieh ich dir von deinem Gehalt ab. Gott, ja! Wir sind drin! Wir sind in den Freispielen. Ja, Mann, jetzt müssen wir rasieren, aber. Wir sind auf 1 Euro in den Freispielen. Ja. Wir bleiben drin. Schmutz, Digga. Bitte gönn mal einen 3. Oh, ja. Ah, fuck. Bitte gönn mal einen 3er und einen 4er. Ey, der gönnt keine 3er, keine 4er. Was ist los? Ja, ein 3er. Oh, jetzt ist kein Ey, dieses Geräusch ist. Nee, er hat gerade. Das ist sein letztes Freispiel. Schmutzfreispiele. Ich sag's euch ehrlich: Schmutzfreispiele. Kann man eigentlich einen Freispielgewinn hochdrücken? Ich weiß es nicht. Jetzt hat er gerade eine Durststrecke. Oh! Komm! Was ist das? Irgendwas passiert. Wow! 25! 50! Drück den auf der Live.
Seite hoch. Halt deinen Maul, ich drück den noch nicht hoch, Digga. Bist du am Arsch? Vincent, du kriegst mir Zucker, Digga. Was ist los bei dir? Vincent, der würde alles hochdrücken. Man merkt es richtig. Mir kommt gerade so dieses richtige Gefühl von, bitte die nächste, in der nächsten Umdrehung, bring was Krasses, bring was Krasses, bring was Krasses. Man hat ein ganz, ganz komisches Gefühl, ich schwör's dir. Das kann einfach nicht gut sein. Dieses Sound, wenn der ein Buch, zwei Buch, du denkst, oh mein Gott, gleich geht die Erde unter, wenn das dritte Buch nicht reinkommt. Oh! Oh! Oh. Yeah. Oh, Pharao, 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 Pharao. Oh. Egal, Pyramide ist auch nicht schlecht, oder? Okay, let's go, let's go, let's go. Gönn, 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 gönn. Ein Zweier gibt's hier. Ich wusste nicht, dass es Zweier gibt. Oh, komm, 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 komm. Oh nein. Um Gottes Willen. Nein, wir hatten gerade fast Freispiele für Verlängerung bekommen, Dicker. Was ist denn das für ein Scheiß, Digga? Zweier, was will ich mit der Kacke? Also, die Freispiele waren ja wohl absoluter Überschmutz. 17 Euro, geh mal Wader, Digga. Wir spielen noch bis 130. Wir spielen bis 120. Und dann erhöhen wir Einsatz. Guck mal, das Ding ist, man merkt richtig so, du willst raus, aber du willst eigentlich nicht raus. Du sagst, du gehst raus, aber du gehst nicht raus. Und jetzt gibt er mir noch ein Buch so in dem Ding. Ach komm, Latzo, bleib da noch drin. Ich gebe dir gleich nochmal einen Sweat und dann bleibst du noch drin, verspielst noch ein paar Euro runter. Ja, du Bastard, Alter. Dann immer diese Mini-Wins zwischendurch, wo du denkst, du gewinnst was, dabei kriegst du nur einen Freespin oder 50 also Cent. Ein halbes Spin, ja. Was will ich mit der Scheiße? Aber es gibt einem unterschwellig das Gefühl, dass du doch was gewonnen hast. Nee, ich finde also, es gibt schon Slots, die sind angenehmer anzuschauen und ja, so. Online ist aber echt noch mal krasser als offline. Ja, safe. Jo, hier kann man auf 150 Euro die Umdrehung spielen. Wir spielen einfach auf 3 Euro. Ja. Wir legen los. Let's go. Ist auch simpler wieder. Die Slot finde ich sehr, sehr geil vom Design auch. Ja. Mal gucken, jetzt bekommt hier ein Wild. Oh. Wie viel ist das ja, jetzt? Wie viel ist das jetzt, ja? 4 Euro. Oh, das ist... Ich check's nicht mit diesen Münzen. Ja, ich check's auch nicht, Digga. Ey, was ist das? Ey, was gedacht? Hoher Gewinn, wie viel ist das? 2-2! Oh, Digga! Alter! Fenster Automat, wir bleiben drin! Ey, das ist so krass, wie die Laune da hochgeht, gell? Das ist. Alter, krass, das gell? Muss ungesund sein. Ey, wir haben gerade 50 Euro Win gemacht und noch mehr. Aber jetzt hat er wieder eine Durststrecke, gell? Oh oh. Es neigt sich dem Ende zu. Er neigt sich echt dem Ende zu, ja. Jetzt muss was passieren. Dann sind wir raus. Oh, ja, Auto, okay. Ja, ja. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Hier ist schon Dinger. Am Anfang ist, glaube ich, auch übel gut, wenn es am Anfang kommt. Oh, noch einer. Nice, oh, nice. Oh, oh jetzt ja, könnte was ja, gehen, jetzt ja, könnte was gehen. Wir gönnen noch ein Auto, noch ein Auto. Hey, checkst du? Also, ich muss nochmal drücken. Hä? Das ist weg. Hey, was waren noch zwei Autos da? Hä? Ah. Die gönnen ja gar nichts mit der Krone, das ist ja richtig Dreck. Jetzt komm. Oh, zwei Autos? Ist das gut? Das muss doch was sein. Das muss doch jetzt echt krass sein. Das andere Auto sonst. Warum öffnet sich das nicht? Oh, jetzt kommt aber noch eins. Jetzt muss es sich öffnen. Es öffnet, es öffnet. Jetzt komm, öffne noch eins. Das muss direkt nebeneinander kommen, glaube ich. Aber war es das jetzt schon wieder? 16 Euro. Aber warum geht denn das? Doch, es geht noch weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Können noch ein Auto hier rein. Auto, 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 Auto. Hey, du Mistgeburt, du elendiges Drecksgame. Ich kotze ab. Aber Bro, das ist gut. 52 Euro, Digga. Nice. Oh, oh! Das ist gut. Oh mein Gott, wäre der noch da hinten gekommen? Aber das ist übel viel, oder? Oh. Das ist wirklich gefährlich. Und ich meine das gerade wirklich ernst. Sag mal ehrlich, Alter, wie Bock macht es eigentlich? Zusko, komm, spin du mal. Nein, es geht okay, nicht komm. Besser. Jetzt komm, lass ihn. Oh! Vorgewinn, Digga! Vorgewinn, Digga! Vorgewinn, oh mein Gott, wie viel ist das? 48 Euro. 48 Euro. Zeig mal, was war das für Wild? Was war das für Wild? Oh, da unten volle Linie, Digga. Das war's. Hätte uns die Ehre genommen. Okay. Vincent, sag mal ganz kurz, Feeling für dich? Sehr aufregend, aber krass. Also ich habe es schon ein paar Mal gemacht in Real Life, aber echt nicht oft. Und online war jetzt nochmal viel heftiger. Also es ging einfach halt viel schneller, auch so vom Gemütlichkeitsfeeling her. Du bist halt einfach daheim oder im Büro halt jetzt gerade. War für mich wirklich das erste Mal in meinem Leben. Ich habe noch nie, auch früher, als die Jungs immer in der Shisha-Bar waren, 2 Euro in Automat geschmissen haben, ein bisschen auf 10 Cent oder sowas gedreht haben. Ich habe da nie einen Cent reingeworfen. Ich habe es noch nie gemacht. Es war gerade wirklich das allererste Mal für mich Glücksspiel. Und ich habe das auch wirklich nur fürs Video gemacht. Ne? Und ich werde es an der Stelle auch nie wieder tun. So, ich weiß ganz genau, was für ein asozialer Bullshit das ist und was für eine asoziale Geldverschwendung und vor allem suchterzeugende Sache das ist. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich es gezockt habe, es ist unfassbar spaßig. Ich meine, ich habe mir die Monte-Streams und die Knossi-Streams immer reingezogen und du guckst dir das an und denkst so, Alter, du fieberst richtig mit, Digga. Ich habe mir einmal Stream von Knossi reingezogen. Ich habe mich bei Freispiele, glaube ich, mehr gefreut als der. Und diese Soundeffekte, die da drin kommen, dieses Feeling, oh geil, du holst jetzt hier Freispiele, oh, kurz davor noch ein Sweat gehabt, dann gönnt ihr dir wieder mal einen Win, damit du noch ein paar Mal mehr spinnen kannst, dann hast du mal ein bisschen mehr Geld, dann spielst du auf einem höheren Einsatz. Aber am Ende des Tages spielen wir es doch alles sowieso nur runter. Wir haben alles jetzt runtergespielt, nichts rausgeholt. Allein die Tatsache,
dass es so fucking süchtig macht. Und da möchte ich ganz kurz auch auf das Video von Tim verweisen, das er über Spielsucht gemacht hat. Da hat er anhand von belegten Fakten natürlich auch über das Verhalten von Leuten gesprochen, die Glücksspiel betreiben, was da im Gehirn für Sachen ausgelöst werden, wie sich das auf Dauer verhält und so weiter. Schaut euch das Video unbedingt mal an, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Glücksspiel ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, ist sehr, sehr unterschätzt. Wie gesagt, ich möchte mit dem Video jetzt nicht irgendwie so einen Front an Knossi oder Monte oder an irgendeinen anderen Streamer raushauen, der das streamt. Ich mag die Jungs alle, das sind alles Kollegen von mir. Ich wollte das einfach nur mal für mich persönlich austesten, was da für mich für ein Feeling hochkommt. Und ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr intensiv. Es ist krass, ich hätte nicht gedacht, Digga, als ihr freispielt, hatte ich mich übel gefreut. Alter, Hammer. Obwohl gefreut. Man eigentlich auch nichts gewonnen hat in dem Moment. Ist so, ist so. Und egal, wer das die Video jetzt hier gerade draußen sieht. Wenn ihr noch nie Glücksspiel gemacht habt, lasst es einfach bleiben, macht es nicht. Glaubt mir, es ist gefährlicher, als ihr denkt. Man kann da schneller in die Sucht reinkommen, als man denkt. Es ist auch nur immer so dieses, du fängst an, ach ja, ich mache doch nur ein paar Mal, ich spinne ein paar Mal, hole vielleicht einen 20-Euro-Schein raus, ist entspannt, dann mache ich es nicht mehr wieder. Lass es in einem halben Jahr, lass es in einem, in zwei Jahren sein, wo du es dann nochmal machst und dann plötzlich nochmal und dann fängt die Scheiße einfach an, weil es macht einfach süchtig. Es ist darauf konzeptioniert, darauf ausgelegt, dass ihr davon süchtig werdet und zwar ganz, ganz aggressiv. Ich weiß, dass dieses Video hier eventuell problematisch aufgefasst werden könnte, da ich das Spiel Casino gezeigt habe. Ich will nochmal betonen, es ging bei dieser Sache wirklich rein darum, um aufzuzeigen, was bei jemandem passiert, der das noch nie gespielt hat, wie das auf einen wirkt. Natürlich habe ich jetzt auch klar ein bisschen Video-Style mit Knossi, Krone, bla bla gemacht, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, ne? Aber einfach für meine Experience, um euch das mal nahe zu bringen und mit meiner Reichweite das einfach so zu nutzen, euch zu sagen, dass ihr es einfach nicht machen sollt. Und das ist kein Ding, wo ich sage, Leute, das muss jeder für sich selber entscheiden oder so. Da kann ich nicht hinterstehen. Sondern jeder, der von meinen Zuschauern gerade hier dieses Video ansieht, ich sage euch, macht es nicht. Lasst es einfach bleiben. Ihr habt es gesehen, wir haben 200 Euro aufgeladen. Der erste Huni war natürlich auch aus Spaß, ne, damit man ein bisschen Investment fürs Video hat, um den ein oder anderen Lacher rausholen zu können. Falls ihr nicht gelacht habt, bitte tut trotzdem so, als hättet ihr es lustig gefunden und schreibt irgendwas wie haha oder war lustig in die Kommentare, damit sich der Einsatz gelohnt hat. Danke dir, Digga. Den zweiten 100er, ihr habt es gesehen, wir haben ihn runtergespinnt, wir haben mal einen Win gekriegt, mal einen guten Win gekriegt, dann machen wir mal drüber, dann wieder drunter, mal wieder drüber, wieder drunter. Aber am Ende des Tages haben wir heute 200 Euro verloren. Das ist der Fakt. Ich kenne viele Leute in meiner Umgebung, die sind der Spielsucht schon so ein bisschen verfallen. Und das Krasseste, was ich letztens gehört habe, war, ich habe eine Lehrerin kennengelernt, ich habe so mit ihr ein bisschen geredet, die ist das, und habe so ein bisschen mit ihr gelabert, sie ist Mutter gewesen. Ich habe so gefragt, und wie ist mit dem Vater, weißt du, weil die wollte abchecken. Hat nicht geklappt. Aber jedenfalls, sie hat sich von ihrem Mann tatsächlich getrennt. Ich war so, ja, warum? Sie wollte es mir erst nicht sagen und so. Dann meinte sie so, nee, es sind echt blöde Probleme und so. Ich dachte an Drogen und dann dachte ich so, okay, es kann eigentlich nur noch eins sein. Spielsucht. Ich sagte zu ihr, ist der spielsüchtig? Sie sagt zu mir, ja. Und allein die Tatsache, dass so eine Spielsucht eine ganze Beziehung mit einer Frau, obwohl du ein Kind hast, kaputt machen kann. Oder dir noch viel, viel krassere Probleme in deinem Leben bringen kann. Allein aufgrund von dieser Tatsache. Lass die scheiß Finger von der Kacke, wirklich. Lass die Finger davon. Ich bin stolz auf mich, dass ich es bis dato geschafft habe. Ich weiß, dass ich ein starker Typ bin und dass ich es nicht mehr anrühren werde. Aber das heißt nicht, auch wenn ihr ein starker Typ seid oder eine starke Frau seid, das heißt nicht, dass ihr davon ausgeschlossen seid, süchtig zu werden davon. Es ist wirklich ein ernstes Thema und es ist kein Spaß. Und deswegen mache ich dieses Video. Ich probiere hier, möglichst viele Leute zu erreichen, indem ich es natürlich selber gespielt habe. Es werden sich hoffentlich ein paar Leute reingezogen haben. Und ich hoffe, ihr zieht euch jetzt auch diesen Talk hier dazu rein. Ich hoffe, euch haben meine Worte erreicht zu dem Thema. Ich wollte mit dem Video hier nicht nur irgendwelche Klicks ziehen und irgendwie Aufmerksamkeit erregen, indem ich sage, oh, ich spiele Talk Casino. Ich wollte euch einfach nur aufzeigen, wie sieht es aus bei jemandem, der das erste Mal wirklich spielt. Und dann wollte ich euch noch diese Worte mit auf den Weg geben. Bitte nehmt euch die zu Herzen, Leute. Und ja, ich würde mal sagen, wir bleiben drin.